Willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einer weiteren NetMC-Bewertung. Wir sind back am Start. Leute, wir sind echt kurz vor knapp vorm Ende. Kann man das so sagen? Ich weiß es nicht, Leute. Ich bin auch wieder querschnittsgelähmt unterwegs. Ich weiß, Leute, ich nerv euch damit ein bisschen, aber wenn ihr Bock habt, checkt auf jeden Fall jetzt nochmal Patreon, denn es könnte gut sein, dass jetzt schon auf Patreon das Finale verfügbar ist. Dass ihr jetzt schon alles bis zum Finale sehen könnt auf Patreon. Auf jeden Fall bis zum Halbfinale, vielleicht sogar schon die erste Runde vom Finale, ich bin mir nicht ganz sicher. Also checkt das auf jeden Fall ab, Leute. Dort gibt es auf jeden Fall schon einige Runden im Voraus. Wie gesagt, kein Muss. Vielleicht wollt ihr auch erst am Monat anfangen, euch da mal umschauen irgendwie. Müsst ihr sehen, Leute. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ich wollte es nochmal ansprechen, damit ihr nicht enttäuscht seid, dass ihr das dann zu spät erst erfahren habt. Ansonsten würde ich sagen, ja, schauen wir hier direkt mal rein in die Runde. Wir haben jetzt nämlich von Krix Demon Ideal. Ich habe absolut keinen Plan, wie ich es aussprechen soll, Leute. Ich habe es einfach mal versucht. Und ich freue mich drauf. So ein bisschen vielleicht mal wieder was Aggressiveres, so wie das letzte Mal. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ja, wenn man das mit dem heutigen Krix vergleicht, war er damals noch viel aggressiver, viel mehr in die Fresse. Und tatsächlich auch viel verständlicher. Also ich finde, in letzter Zeit hat Krix sich so ein Minimum ins Negative entwickelt bei den JBB-Sachen. Da war echt viel nicht ganz so hart, ja, verständlich mit dabei. Mit seinen Autotune-Sachen habe ich gar kein Problem, die feiere ich auch. Aber wie gesagt, es ist sehr unverständlich geworden teilweise. Finde ich ein bisschen schade. Wie gesagt, jetzt von Krix. Morgen dann von Sensor und Yuri, die ja geswitcht haben, Alter. Ich glaube, es war erst ein Yuri und Sensor-Feature. Jetzt ist es ein Sensor und Yuri-Feature. Ich bin gespannt, Leute, Wie gesagt, ich möchte jetzt gar nicht so viel labern. Let's motherfucking go, Leute. Fast 4 Minuten. Los geht's, Leute. Geil, Mann. Schöner Anfang. Sie wollen einen ruhigeren Song, doch meine Leute wollen, dass ich Gas gebe. Was rede nicht, ich baller mit Bass in jeden. Der Krix sieht da so jung aus, Alter. Erstmal, weil er deutlich dünner ist, weil er noch keinen Bart hat und er sieht irgendwie auch ein bisschen kleiner aus, habe ich das Gefühl. Auf jeden Fall sieht er viel, viel jünger aus als jetzt zu JBB-Zeiten. Was rede nicht, ich baller mit Bass in jeden deiner Homo-Rapper bis Emsa schwebt. Stick in deine Runde, der Damon ist ja ein Fehler. Später geil. Geht da zum Gegner, will mir etwas sagen. Was ein geiler Beat, Alter. Es ist wirklich ein ruhigerer Track. Chillige Atmosphäre, aber geiler Flow. Holy shit, Leute. Und wir haben auch schon gegen Sensor und Damon was gehört. Wir schauen nochmal von Anfang an, Leute, komm. Wenn das ich Gas gebe, was rede nicht. Ich baller mit Bass in jeden deiner Homo-Rapper bis Emsa schwebt. Stick in deine Runde, der Damon ist ja ein Fehler. Später wird jeder zum Gegner. Will mir etwas sagen, noch kopiert deinen Style. Ist dünnbleich und klaut und probiert sich am Weib. Für sich zeigen mit der Technik. Aber beite deine Line vor Kolle. Geil, Mann. Hier hat es so langsam angefangen mit Autotune, glaube ich. Was ich echt interessant finde, diese Entwicklung mal zu sehen. So. Ha, geil, Mann. Also ich glaube halt echt, Krix könnte das Ding auch. Na, ich weiß nicht, ob es. Aber Krix könnte auch ein guter Kandidat fürs Finale sein, bin ich ehrlich. Du ein Fakt aus deinem Kackfall. Du bist tief und verkackst an der Wahrheit. Junge, ich bin hinter K und Kack auf dein Dasein. Tattoos bearbeitet ist Teil deiner Arbeit. Oh, schön die Tattoo-Line, die so ein bisschen gekontert. Geil, Mann. Wirklich nice. So lass mal deinen Scheiß Gesang. Auch mit 80 Millionen Stimmen reißt dich Schwamm. Du mit den Drecks-Lyrics, fuck auf dich, geh mal beiseite. Johnny wird dir selber beseitigt. Johnny Flee. Oh. Geil. Oh, Friends, holy shit. Geil, Mann. Richtig schön melodische Hook von Krix, wie man sie kennt. Und ist auch mal wieder schön, bin ich auch ehrlich mal was mit seiner richtigen Stimme. Oder nicht so hart, Autotune vollgepumpten Stimme zu hören. Ist mal wieder eine angenehme Abwechslung auf jeden Fall. Das wünsche ich mir auch, dass er allgemein Autotune-Zeug macht, Zeug ohne Autotune und in die Fresse alles irgendwie so im Wechsel, ja. Aber er muss im Endeffekt wissen, worauf er am meisten Bock hat. Aber holy shit, richtig, richtig nice, Mann. Das war eine geile Hook. Geil, also ich glaube echt, Halbfinale Krix würde ich schon fast unterschreiben, Leute. Aber wir haben halt auch noch Leute wie Grinch, Gary, Johnny und Damon drin. Auch noch Yuri und Sensor natürlich, ne? Also,
Ich frage mich, wer von denen soll raus, Leute? Wer von denen soll raus? Ich sehe keine Möglichkeit, dass das irgendwie funktionieren kann. Wenn zwei ohne zu beiden nichts finden. Johnny macht auf hart, auf Assad sind in die Beats. Darauf würde selbst ein Cast kriegen wie Motherfucking G. Deine Distance werden langsam monoton. Ich glaube, es gibt nichts, was dich auszeichnet, außer dein Phantombild. Deine Scheiße bringen dich nur weiter, weil jeder der kleine Kiddie sensationsgeil ist. Also bleib Blocker selbst, ohne Drohne bist du Miete. In meinen Augen ständig in der Vogelperspektive. Du willst ficken, aber viele vergessen. Auch eine schöne Line mit der Vogelperspektive. Also krass, Mann, hier sind echt ein paar gute Lines dabei von Krix. Viele vergessen, dieser Humor ist nur von dem Team besessen. Redet ständig vom Mobbing und es ist aber traut sich allein nicht zum Kiosk um die Ecke. Denn an mir wird deine Gülle krepieren. Du bist nicht Afrikaner, jetzt hab ich eine Dürre von mir. Ich komme ran und baller in dein Kopf das Blei. Also sag deine Block bei Johnny Free, wenn ich schieß. Nimm dir deine Partner mit, Mann, für die mir nicht schön. Als Kopie und Fake in den Nuss. Göttlich. Göttlich. Göttlich, Leute. Ich kann's echt nicht anders sagen. Göttlich. Finde ich jetzt. Hooks ist immer ein schwieriges Thema, auf jeden Fall. Aber holy shit, Leute. Fast würde ich sogar behaupten. Meine Lieblingshook von Krix. Ist das zu viel, Leute? Ich weiß nicht. Ich würde aber auf jeden Fall Top 3 sagen. Puto finde ich auch immer noch echt nice, obwohl die auch nicht so viele gefeiert haben aus irgendwelchen Gründen. Aber wirklich eine meiner absoluten Lieblingshooks von Krix, kann ich jetzt schon sagen, Alter. Holy shit. Er ist so ein bisschen, keine Ahnung. Das Problem bei Johnny Dixon ist halt, Johnny ist nicht so hart musikalisch, ohne Damon jetzt als Feature, wisst ihr? Er hat zwar ultimativ die besten Punchlines auf jeden Fall hier im JMC und auch vielleicht sogar außerhalb, aber, im Vergleich zu Krix ist er einfach unmusikalisch, wisst ihr? Also er hat zumindest nicht diese harte Musikalität und auch nicht diesen, wie soll ich sagen? Also er ist halt manchmal, wie Krix meinte, so ein bisschen monoton unterwegs. Er kann sich nicht so leicht verändern. Und bei Krix ist es halt das komplette Gegenteil dann. Aber dafür, bis auf diese Runde, jetzt sind bei Krix halt textlich manchmal das nicht allzu stark. Wobei der Text auch hier natürlich nicht so viel ausmacht, weil Damon zum Beispiel und Gary haben jetzt auch nicht den Übertext, ja. Wenn zwei ohne zu beiden nichts finden. Du Lauch bist keine Scheißgefahr für mich. Es ist ein Wunder, dass beim Schreiben nicht dein Arm wegknickt. Also mach mir nicht auf Philippin und hart du bist. Denn du bist leise, wenn dich einmal nur der Schlagring trifft. Denn du bist Powerpfosten drin und beleidigst ein paar Dicke. Aber willst damit nur ablenken von eigenen Konflikten. Ey, wir finden dir im Videos den Kerl. Ey, dann drehst du dich zur Seite, dann sieht man dich nicht mehr. Blond, Brille, Style und noch. Okay, die Line sind schon lustig, dass er ein Lauch ist, muss ich sagen. Ja, ich weiß nicht, Leute, ich bin echt gespannt, wie sich das entwickeln wird. Ich kann mir echt nichts ausmalen, wie ein Mandala, wie das hier wird, wer rausfliegt und weswegen. Weil jetzt auch schon wieder Krix liefert einfach unglaublich gut ab, finde ich. Es ist zwar jetzt nicht so dieses Flow in die Fresse, wie jetzt beim letzten Track, aber es ist dafür, finde ich, von der Art her mal was Schönes und von der Musikalität her auf jeden Fall noch eine Ecke höher als die letzte Runde. Oh, schwer, 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 Leute, schwer, schwer, schwer. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Sansa rausfliegt, weil Sansa hat für mich auch nur so halb motiviert immer gewirkt, kam mir vielleicht auch nur so vor, aber ich glaube schon am ehesten, dass Sansa fliegen wird, aber dann weiß ich echt nicht mehr, wer gehen wird. Optische Kopie und willst andere damit faszinieren, macht auf cool, imitiert deinen Seriencharakter, muss dafür aber noch etwas trainieren. Nice, man, holy shit. War das Pac Pacino, Leute, mit dem er hier stand? Ist das Pac Pacino? Really? Ich kann es leider nicht sagen, richtig. Aber sieht ein bisschen so aus, oder? Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Er fühlt es, man sieht es. Man sieht, dass er es unglaublich fühlt, Alter. Auch ein kranker Beat, Leute. Danke. Danke, Gott.
und zeig mir die Wahrheit, die Lüge sich spricht. Ja, du weißt. Keine Spoiler hier, Leute, das schauen wir uns auch noch an. Oh, Leute, ich bin wieder fix und fertig, Alter, wie Maggi. Ich sag's euch. Holy shit, was? Oh, ich darf nicht in die Kommentare gucken, sonst spoilere ich mich. Und auch nicht in die Playlist, habe extra hochgescrollt, damit hier nichts, ne, Leute, ihr wisst Bescheid, sehr gut. Oh, was eine heftige Runde. Vielleicht geht's nur mir so, aber ich fand sie übel gut. Besser als die letzte, weil es mal was anderes war. Viel musikalischer, ich fand die Lines besser. Klar, es kommt jetzt nicht an Johnny ran, das ist ganz klar. Aber, das muss es auch gar nicht, finde ich. Das muss es auch gar nicht. Es ist eine Steigerung da gewesen. Er hat jetzt nicht den heftigsten Flow und Technik-Show auf hier gemacht. Flow war dafür beim letzten Mal unglaublich krass. Er hat sich jetzt eher hier ein bisschen auf die Lines konzentriert, dass die zumindest so ein bisschen unterhaltsam sind und ein bisschen besser sind als beim letzten Mal. Und es war halt viel musikalischer auf jeden Fall. Es war viel musikalischer. Und ja, deswegen einfach eine kranke Runde, Mann. Holy shit. Holy shit, Mann, ich weiß echt nicht, Leute. Es ist mir ein Rätsel, Alter. Das ist mir echt ein Rätsel, ich weiß es nicht. Ich habe absolut keine Ahnung, was passieren wird. Weil hätte es ja niemand verdient, rauszufliegen. Deswegen muss ja irgendwann irgendjemand noch eine Überrunde dann im Finale, im Halbfinale oder auch im Finale halt droppen dann. Da bin ich halt gespannt drauf, Leute. Da bin ich gespannt drauf. Gut, wir werden das zusammen herausfinden, Leute. Ich würde sagen, das war's für heute. Tut mir leid, die Folge wird leider nicht gecuttet sein, weil ich nicht so viel Zeit habe und jetzt schnell noch auf Patreon ballern werde. Tut mir leid dafür, Leute. Genauso auch mit der Sensor und Yuri-Runde. Die kann ich auch nicht so hart cutten. Deswegen vergebt mir das, Leute, aber dann ab dem nächsten Tag, also ab morgen, wird wieder alles normally sein. Auf jeden Fall eine geile Runde, Leute, absolut krass. Ich fand den Beat wirklich gut, das Video fand ich tatsächlich auch gut. Es war zwar nicht so qualitativ hochwertig, aber ich fand die Macher halt einfach ganz gut. Auch dieses, wo er immer diesen Kameraschwung gemacht hat und mit der Cam so dagegen gehauen hat, das fand ich ganz gut gemacht. Ja, hat Power ausgestrahlt, finde ich. Power und Kraft ausgestrahlt auf jeden Fall. Gut, Leute, wir sehen uns morgen bei Senza und Yuri. Ansonsten aber einen wunderschönen Tag. Habe ich schon die Patreons gegrüßt? Ich weiß nicht. Ansonsten nochmal ein Gruß des Todes raus an Simon und Albert, die beiden Ehrenmänner, die hier immer gegrüßt werden. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, meine lieben Freunde. Bleibt fresh. Seid so, wie ihr seid. Habt ihr noch was zu sagen, Leute? Nee? Okay, ciao. Flo, der Flo, Mann, der Hype ist real. Alles ganz egal, Mann, ich bleib bei dir. Du machst halt nur Reactions, doch machst du die besten.